Hallo, ich bin Jasmin Kosubek und ich spreche gerne mit interessanten Menschen über interessante Dinge. Wer mich unterstützen möchte, kann gerne ein Abo dalassen, ein Like oder ein Kommentar oder sogar alles davon. Und heute habe ich Benedikt Zeitner zu Gast, ein Freund von mir. Ist auch das erste Mal, dass ich quasi einen Kumpel, einen Freund, einen guten Freund von mir interviewe. Ich freue mich darauf und hier, um alles offen zu legen, wir kennen uns nun schon fast seit 8 Jahren, eigentlich fast die ganze Zeit, in der ich schon in Berlin lebe. Wir haben uns kennengelernt auf einem Vortrag von Dr. Daniele Ganser, den du auch sehr schätzt. Du bist Heilpraktiker und Traumatherapeut, hauptsächlich gemäß dem NAM-Modell, darüber sprechen wir auch noch. Du hast Operngesang studiert und hast über 10 Jahre, glaube ich, ein Bühnenprogramm in dem Duo As-Dur abgelegt. War, über 10 Jahre war es, 13 Jahre. ne? 13 Jahre lang. As-Dur, kennt vielleicht der ein oder andere, war auch bei Dreisat, auch im Fernsehen. Du warst schon im Fernsehen, ja, sozusagen. Du hast einen überdurchschnittlichen IQ, bist Mitglied bei Mensa und bist vielleicht ein bisschen Ich habe narzisstische Strukturen vielleicht, wie jeder Mensch eigentlich auch, aber ich gehe transparent damit um, ja. Ja, und der Grund, warum ich das sage, ist, weil du dich auch dem radikal ehrlichen Lifestyle, weil du den radikal ehrlichen Lifestyle befolgst. Und da kämen wir auch schon, das möchte ich jetzt mal ausnutzen. Und zwar habe ich ja einen Sponsor, die Hörner Group macht wunderschöne Tintenroller, Kugelschreiber und auch Füllfederhalter. Ich finde die klasse, benutze sie tatsächlich jeden Tag und würde jetzt gerne mal, dass du den ausprobierst und mir radikal ehrlich sagst, was du davon hältst. Okay. Okay. Er schreibt sehr schön, eine sehr schöne Handschrift. Dieser Stift schreibt jetzt Trommelwirbel gut. Also bekommt dieser Stift eine 2 von dem radikal ehrlichen Benedikt Zeitner. Ich würde sagen, sehr nachhaltig, weil wenn man ein bisschen mehr Geld für etwas ausgibt, dann kümmert man sich auch besser darum. Es ist eine tolle, tolle Geschenkidee, auch für Mitarbeiter oder Kunden. Und weil ich noch 2 davon hier habe, einen Kugelschreiber und einen Tintenroller, den ich zwar ungern aus der Hand gebe, aber ich mache das gerne für euch. Ihr könnt bei einem Gewinnspiel mitmachen. 2 Gewinner wird es geben. Und ich sage jetzt einfach mal, der Gewinner, der muss unten den Namen meines Hundes reinschreiben in die Kommentare. Und das wird dann random ausgewählt. Wer nicht weiß, wie mein Hund heißt, ich gebe euch einen Tipp, geht auf meinen Instagram-Kanal. Es ist ziemlich einfach herauszufinden. Und wo, jetzt genug davon, worüber sprechen wir heute? Wir sprechen heute über Trauma und Verschwörungstheorien, wie die zusammenhängen oder ob sie überhaupt zusammenhängen. Vielleicht fangen wir aber erstmal damit an, was ein Trauma überhaupt ist. Trauma ist etwas, was wir alle mehr oder weniger erlebt haben. Man kann Traumata unterteilen in Schocktrauma. Das ist so der Klassiker von dem Soldaten, der irgendwann aus dem Krieg wiederkommt und auf einmal Persönlichkeitsveränderungen erlebt, Albträume hat, Symptome entwickelt, was auch immer. Und das betrifft natürlich nur wenige Menschen. Aber was uns eigentlich fast alle betrifft, ist das sogenannte Entwicklungstrauma. Das sind die Traumata, die wir erleben, während unser Gehirn sich entwickelt, also die ersten 15, 18 Jahre unseres Lebens. Und die im Wesentlichen mit nicht erfüllten Entwicklungsbedürfnissen zusammenhängen. Also ich sage manchmal immer gerne während unserer Traumatisierung/Erziehung, weil das tatsächlich sehr nah beieinander liegt. Wir haben in der Regel auch schon traumatisierte Eltern gehabt, die uns nicht so unterstützen können, wie das eigentlich ein Gehirn im Idealfall bräuchte. Also die bedingungslose Liebe, die uns hilft, all das, was in uns lebendig ist, zu entfalten, die haben wir in der Regel nicht bekommen. Ja, wir haben in der Regel Eltern erlebt, die überfordert waren, die uns vielleicht bestraft haben, beschränkt haben, beschämt haben, vernachlässigt haben. Teilweise natürlich sogar auch, gibt es ja auch viele Menschen, die Gewalt erlebt haben. Und diese Form von Traumatisierungen, die führen dazu, dass Menschen später irgendwelche Symptome entwickeln. Das können sowohl körperliche Symptome sein, in der Regel sind das aber vor allen Dingen psychische Symptome, die können sich, wenn es groß wird, äußern in Angststörungen, Depressionen, Burnout und können aber auch subtil einfach dazu führen, dass wir irgendwie unglücklich werden, dass wir uns unsicher fühlen, dass wir nicht wissen, wie wir uns entfalten können, dass wir uns nicht im Flow fühlen können. Und die können unter anderem, und wenn es jetzt hier um unser Thema Verschwörungstheoretiker oder Verschwörungstheorien geht, können dazu führen, dass wir uns antriggern, je nachdem, was gerade auftaucht. Also meine Hypothese oder auch aus traumatherapeutischer Sicht ist, wann immer wir emotional irgendwie angetriggert sind, haben wir Traumamaterial berührt in uns. Also wir reagieren über emotional beispielsweise in der Diskussion zum Beispiel zu dem Thema Verschwörungstheorie.
Und das ist dann spannend, das mal aus traumatherapeutischer Sicht anzugucken, wie mache ich das eigentlich, mich in der Diskussion anzutriggern und beispielsweise nur noch bestimmte Positionen zulassen zu können oder überhaupt der Begriff Verschwörungstheorie ist ja schon so ein Kampfbegriff. Wir wissen ja aus der Geschichte, dass der eigentlich dazu da war, um bestimmte kritische Ideen überhaupt gar nicht mehr erst zuzulassen. Und ja, das dachte ich, wäre vielleicht mal spannend hier in dem Gespräch ein bisschen genauer zu beleuchten, diese Dynamiken. Ganz genau, also es ist auch spannend. Ich würde gerne da noch mal ein bisschen zurück ansetzen. Wir kommen natürlich noch zu diesem Thema Verschwörungstheorien und wie das ist in Diskussionen, weil ich glaube, das hat jetzt jeder auch erlebt, der in Zeiten von mit Familien und Freunden auch diskutiert hat über etwaige politische Instrumente der Corona-Maßnahmen und hat auch gemerkt, oh wow, die Reaktion ist krass oder die eigene Reaktion ist krass, ja, wenn man schon dieses, wenn man sich dessen schon bewusst sein kann. Nochmal zurück zu diesem Trauma, weil du sagst so Entwicklungstrauma oder auch Erziehung genannt, du hast das ja quasi synonym verwendet. Ich stelle mir jetzt vor, dass viele Leute, die sich das anhören und die das zum ersten Mal vielleicht hören, sich auch denken, Mann, was stellst du dich so an? Jeder Mensch hat das erlebt. Das ist einfach so, leb damit. Das Leben ist Ischkoi Ponyhof. Ja? Und also was würdest du denn so einer Person entgegnen? Also natürlich muss man da jetzt den Kontext angucken, was du jetzt meinst mit entgegnen. Jeder Mensch empfindet ja Erfahrungen, die er gemacht hat, unterschiedlich intensiv. Ja, und es gibt natürlich Menschen, die haben ein Gemüt, die können sowas irgendwie wegstecken. Und die können irgendwie einfach mit dem sein, was ist und sind dann vielleicht auch zufrieden. Und da will ich auch nirgendwo irgendwen überzeugen, dass er jetzt unbedingt therapeutisch anfangen muss zu arbeiten, wenn er sich eigentlich wohlfühlt. Ja, es gibt aber genug Menschen, die merken, sie kommen irgendwie nicht in diesem Leben in den Fluss. Sie kommen irgendwie nicht in Erfahrungen von Flow und Liebe und Geborgensein und Spaß haben am Leben. Und da kann das einfach sehr helfen, da mal mit traumatherapeutischer Perspektive draufzuschauen und zu gucken, was ist denn da passiert? Ist es nicht vielleicht eigentlich alles sehr logisch, dass du dich so fühlst, wie du fühlst, weil du eben entsprechende Erfahrungen hattest, die dazu geführt haben, dass dein Gehirn sich in eine bestimmte Art und Weise entwickeln musste und es gar nicht anders geht, dass du jetzt dich so fühlst, wie du dich gerade fühlst? Vielleicht hier noch, weil wir radikal ehrlich sind, du bietest natürlich auch Traumatherapie an. Das heißt, du hast ja auch ein gewisses Interesse daran, dass Leute quasi ihre Traumata auflösen, oder? Kann man das jetzt hier auch so sagen? Ja, also und gleichzeitig möchte ich da auch keinen überreden. Ja, also ich kriege ja auch manchmal immer die Frage, was kann ich denn tun, wenn meine Mutter nicht zur Therapie will oder wenn der und der nicht zur Therapie will, dann sage ich immer gar nichts. Das ist nicht dein Bier. Ja, jeder Mensch muss von sich aus das Bedürfnis empfinden oder die Lust empfinden, was zu tun, sich zu entwickeln, aufzuräumen. Und wenn das nicht da ist, dann ist es auch völlig in Ordnung. Also wir dürfen in diesem Leben uns auch nicht entwickeln. Wir haben die Freiheit, so zu bleiben, wie wir sind oder uns einfach entwickeln zu lassen, ohne jetzt explizit Therapie zu machen. Ja. Und das finde ich ganz wichtig, da jedem Menschen den Freiraum zu lassen, dass er für sich das Tempo wählt, was er meint, was für seine Entwicklung gut und richtig ist. Ich war ja bei dir eine Handvoll Male. Was ich ja gut fand persönlich, ist, dass das so, das ist nicht für alle so, aber für mich war es eher so, okay, man geht da mal hin, macht das ein paar Mal. Es war ja auch eine intensive Phase, gerade zu dem Zeitpunkt vor einem Jahr. Und dass es dann nicht so die Art von Therapie war, zu der man irgendwie jede Woche oder alle zwei Wochen hingegangen ist. Man kann das machen, aber es ist schon so tendenziell für mich ausgelegt, dass man selber damit arbeitet. Und ich habe keinen Affiliate-Link von dir. Ich habe zwar schon viele Leute zu dir geschickt, aber darüber reden wir noch, ne? Aber das hat mir eigentlich daran gefallen. Ist das irgendwie auch so die Art und Weise, wie du dieses Namen, glaube ich, Traumamodell irgendwie anwendest, dass man damit selber arbeiten kann? Mhm, natürlich. Also Namen, um das kurz zu erläutern, das ist meiner Meinung nach die am weitesten entwickelte Traumatherapie mit Schwerpunkt Entwicklungstrauma. Die wurde von Lawrence Heller entwickelt. Steht für Neuroaffective Relational Model, also neuroaffektives Beziehungsmodell. Das sind also schon so die Kernpunkte, die in dieser Therapie arbeiten. Und die Idee ist, dass jeder da wirklich sein Tempo gehen kann. Ja? Und es kommt ja auch immer darauf an, wo man steht. Menschen, die jetzt wirklich bei denen groß Krise ist, denen ist es natürlich nahezulegen, regelmäßig wöchentlich oder zweiwöchentlich über einen längeren Zeitraum was zu machen. Aber es gibt Menschen, bei denen läuft es weitestgehend, die fühlen sich weitestgehend in Ordnung oder was auch immer. Und dann ist es auch völlig okay, mal nur zeitweise oder mal in größeren Abständen. Also ich habe ja auch Patienten, die wählen ganz unterschiedliche Rhythmen für Therapie. Also von wöchentlich über einmal im Monat, über alle paar Monate ist da wirklich alles dabei. Das hat mir persönlich gefallen. Mhm. Vielleicht wollen wir mal, oder kannst du ein Beispiel nennen? Kannst du mal ein Beispiel von einem ganz häufigen so Entwicklungstrauma nennen?
Ein ganz häufiges Entwicklungstrauma ist zum Beispiel die Erfahrung, ich bin nicht okay, so wie ich bin. Was Menschen machen können, wenn sie beispielsweise merken, sie haben in der Schule Schwierigkeiten und dann kommen sie nach Hause und dann wird gesagt, ja, beim nächsten Mal muss aber hier eine bessere Note sein oder so passt aber nicht, ja, oder mach mal hier gefälligst was anderes. Dann ist es möglich, dass da die Erfahrung im Kind entsteht, ich muss etwas leisten, um geliebt zu werden. Also nur wenn ich die Erwartungen der Eltern erfülle, dann bin ich geliebt, dann bin ich okay. Und das ist schwierig, weil das ist dann schon bedingungshafte Liebe, die wir da erleben. Also wir erleben da quasi dann den Beginn von einem möglichen Leistungsmuster, was das Kind dann entwickeln kann. Und das ist vielleicht auch wichtig, das nochmal separat zu beschreiben. Unser Problem heute sind nicht die Traumata, die wir erlebt haben. Unser Problem heute sind die Strategien, die wir aufgrund der Traumata entwickelt haben und die Rückschlüsse oder die, ich nenne sie gerne Bullshit-Learnings, man kann auch einschränkende Glaubenssätze sagen, denn damit halten wir unser Trauma aufrecht. Also in dem Fall von einem Kind, was also quasi da bestraft wird, wenn es keine gute Leistung hat, kann es sein, dass es innerlich einen Glaubenssatz bildet wie ich bin dumm oder ich bin nicht gut. Und dann kommt die Strategie, ich muss was leisten, um angenommen oder halbwegs akzeptiert zu werden. Und dieses Form von Leistungsmuster kann dann zu allen möglichen Schwierigkeiten führen. Ja, kann dann dazu führen, dass später im Leben Auftrittsangst entsteht oder Leistungsangst oder Angst, wenn ich irgendwie was nicht erfülle. Das kann sich dann verschieben auf andere Bereiche, wie beispielsweise Aussehen, dass man dann meint, ich muss mit meinem Aussehen was erreichen. Das sind dann die Kompensationsmuster. Ja, oder ich muss besonders viele Sexualpartner haben oder ich muss besonders viel Geld verdienen oder alle müssen sehen, dass ich glücklich bin und dass alles gut ist. Also das sind so die klassischen Kompensationsmechanismen, die wir dann haben. Und die sind ja erschreckenderweise auch institutionalisiert. Also wenn wir Instagram anmachen, ist das ja das klassische Beispiel, dass wir da in der Regel die Glanzseiten unseres Lebens zeigen, um irgendwie zu zeigen, schaut her, ich bin in Ordnung oder ich bin besonders oder außergewöhnlich. Das ist auch ein bisschen das, was wir eingangs schon mit den narzisstischen Strukturen hatten. Man kann das, was ich gerade beschrieben habe, auch als narzisstische Wunde benennen. Also ich wurde nicht so gesehen, wie ich eigentlich bin oder meine Authentizität früher wurde nicht wirklich wahrgenommen. Und deswegen kommt dann dieser narzisstische Prozess, was muss ich denn tun, damit man mich sieht, damit ich irgendwie besonders wahrgenommen werde. Und diese narzisstische Facette dabei ist natürlich immer, dass es um das Image geht. Ja, Narziss hat sich ja nicht in sich selbst verliebt, sondern Narziss hat sich in seine Reflexion im Wasser verliebt. Und das ist ein ganz entscheidender Unterschied. Ja, Narzissten lieben sich eigentlich gar nicht selbst. Also das ist schon wieder so radikal formuliert. Wir alle haben also narzisstische Strukturen und das bedeutet, wir lieben uns darin nicht selbst, sondern wir lehnen uns eigentlich ab und fragen uns, wie muss ich mich denn anstreichen oder anmalen oder wie muss meine Fassade sein, damit ich möglichst viel Akzeptanz oder Liebe oder Bindung bekomme. Und das ist so ein Beispiel, denke ich, was viele Menschen betrifft. Und das ist, wie gesagt, das ist irgendwie institutionalisiert. Ja? Wir haben Wettbewerbe schon für Kinder. Wenn ich zum Beispiel daran denke, wie was ich früher, habe ich ganz viel Jugend musiziert mitgemacht. Ja? Jugend musiziert ist ein Wettbewerb für Kinder, die Musik machen. Und wenn ich da heute drauf schaue, nachdem ich also viel Traumaarbeit mir selber gemacht habe, dann merke ich, dass es völlig absurd ist, dass mir das früher nicht auffallen konnte, wie tragisch das eigentlich ist, was da passiert. Weil da werden dann Kinder mit Punkten von der Jury bewertet, wie gut sie musizieren. Und dann gibt es Hierarchien. Also dann gibt es ein Kind, das hat einen ersten Preis, ein Kind hat einen zweiten Preis, ein Kind hat einen dritten Preis. Und das ist ganz eigenartig, dass das so ganz normal wahrgenommen wird. Dass wir gar nicht erkennen, dass wir damit Kinder irgendwie kategorisieren in du bist besser, du bist schlechter, dass wir irgendwie tatsächlich auch den Sinn der Musik fast ein bisschen verlieren. Ja, weil der Sinn der Musik ist ja nicht zu zeigen, wer ist hier der Beste, Tollste, Geilste, sondern der Sinn von Musik ist, Menschen mit etwas in sich in Kontakt zu bringen und schöne Momente zu erreichen, ja, oder Menschen zu berühren oder die Herzensqualität darin wahrnehmen. Aber da würde ich jetzt entgegnen, dass es durchaus Sinn machen könnte, einen Wettbewerb zu haben, weil es gibt nun mal auch Leute, die es besser können als andere, oder nicht? Also vielleicht könnte man darüber streiten, ob das jetzt für kleine Kinder so relevant ist, weil da geht es ja eher darum, dass sie überhaupt irgendwie die Freude am Musizieren gefunden haben. Mhm. Aber ein Wettbewerb an sich, ist das schon schlecht? Also ich finde es hinterfragenswert. Also ich finde es hinterfragenswert. Und ich hätte die Idee, heute sowas anders zu gestalten. Ja, also dass es da nicht unbedingt einen Preis geben muss, sondern es wird doch von alleine offenbar, welches Kind da vielleicht mehr Leute berührt hat oder welche nicht. Ja, warum muss ich dann noch dem einen Kind die Blöße geben, dass es jetzt den letzten Preis gemacht hat und dem anderen Kind diese
eigentlich auch tragische Erfahrung geben. Du hast jetzt den ersten Preis gemacht, du bist besonders, du bist besser als die anderen. Aber kann das nicht auch motivieren? Ich glaube, dass das auf eine narzisstische Art und Weise motiviert. Denn natürlich haben wir alle den natürlichen, heilsamen Wunsch, besonders zu sein, aber besonders im Sinne von eigentümlich, also anders als andere. Nicht besonders im Sinne von besser als andere. Und in diesen Wettbewerben kriegt das Kind immer wieder die Botschaft, die habe ich ja dann auch bekommen, weil ich war auch oft auf der Gewinnerseite, ja, und das sehe ich bis heute, dass also Arroganz oder mich über andere Menschen hinwegsetzen, ist eine Überlebensstruktur von mir. Ich mache mich dann besser und fühle mich da oben dann sicher, aber ich bin dann nicht mehr angebunden. Ne? Und idealerweise wäre es eigentlich, wenn wir die Eigentümlichkeit der Kinder zelebrieren und nicht gucken, dass wir eine Hierarchie aufbauen, welches Kind ist on top und welches Kind ist ganz unten. Und das zieht sich ja also bis in alle Bereiche unserer Gesellschaft hinein. Das ist ja auch im Bildungssystem so, ne? Das Notensystem. Da gibt es dann die Kinder mit den hohen Noten und die Kinder mit den schlechten Noten. Und das ist für beide Seiten tragisch. Und schlimmerweise ist es mit den Kindern mit den guten Noten, es wird nicht offenbar, wie tragisch das ist. Weil, also ich hatte ja auch in der Schule immer gute Noten und so weiter und habe dann erst 20 Jahre später in der Therapie entdeckt, dass das eine tragische Facette ist. Weil wenn du immer der Beste bist, dann isolierst du dich und fängst du an, als Kind dich über andere zu stellen. Und du glaubst es auch, weil du hast ja die guten Noten und alles ist super, aber auf diesem Elfenbeinturm da oben fühlst du dich dann eben nicht mehr angebunden. Und das ist eigentlich die wichtige Herzensqualität, die uns Menschen heutzutage fehlt. Stichwort Elfenbeinturm. Ich möchte nämlich jetzt gerade so irgendwie die Verbindung zu Institutionen, vielleicht auch zu politischen Institutionen herstellen, weil wenn du sagst, diese Strukturen sind institutionalisiert, da klingelt es bei mir sofort und da muss ich ein bisschen an unser politisches System auch denken. Ich weiß nicht genau, wie das anwendbar ist, aber vielleicht kannst du mir dazu mehr sagen. Auch die Art und Weise, wie wir so Partei verstehen, die Leute da oben verstehen, die ja auch sehr auf ihr Image bedacht sind, oder nicht? Sie sind ja irgendwie auch davon abhängig, wie sie dargestellt werden. Also es ist ja auch in sich irgendwie ein komisches System, weil kann man sich da komplett von frei machen? Sagen wir mal, wenn man in einem bestimmten Ministerposten oder so ist, geht das überhaupt? Das weiß ich nicht. Also da spiegelt sich ja eigentlich auch nur der Traumatisierungsgrad der Gesellschaft wider. Also Und das betrifft ja die ganze Welt, die ganze Menschheit ist ja in einem stark traumatisierten Stadium eigentlich. Und deswegen haben wir auch politische Systeme, in denen die gleichen Spielregeln und Strategien auch wieder gelten. Da gibt es ja in der Regel dann Leute, die sagen, ich habe jetzt hier die Lösung. Und da gibt es andere, die greifen die bösartig teilweise natürlich auch an oder auch herablassen. Oder wenn man sich mal diese Bundestagssitzungen anguckt, was da auch geschrien wird und sowas. Also da zeigt sich eine Gesprächskultur, die an sich schon meiner Meinung nach Ergebnis von Trauma ist. Weil da Menschen eben nicht in bedingungsloser Liebe groß geworden sind, sondern schon damals irgendwie dachten, ich muss irgendwie sein und irgendwie gegen oder mich durchsetzen. Und das ist, es ist ja im Grunde im Kampf. Ne? Und das spiegelt sich dann auch im politischen System wieder. Und ich will jetzt gar nicht sagen, dass unser politisches System an sich verkehrt ist, aber wenn eben die einzelnen Repräsentanten alle hohe Traumatisierungsgrade haben, dann sind eben die Arten und Weisen, wie Debatten geführt werden und auch wie Lösungen erstritten werden, auch ja, wahrscheinlich dann nicht unbedingt der Weisheit letzter Schluss. Kann man aus der Ferne diese Art von Diagnose auch tätigen, also Traumatisierungsgrad der Politiker? Ich meine, ich verfolge ja auch teilweise die Bundestagsdebatten, mal mehr, mal weniger. Damals, glaube ich, als Impfpflichtthema war, da habe ich das natürlich sehr stark verfolgt. Ich habe mich da auch ganz klar positioniert. Das hat mich auch übrigens sehr krass angetriggert, kommen wir dann auch gleich noch dazu. Und ich frage mich, kann man denn diese Diagnose denn aus der Ferne stellen, wenn eine Bundestagsabgeordnete zum Beispiel eine sehr emotionale Rede hält und ganz offensichtlich sich von dem rechten Rand, sagen wir jetzt mal, absolut angetriggert fühlt? Also ich mag grundsätzlich nicht Diagnosen stellen. Ich werde jetzt auch hier nicht Namen nennen oder irgendwelchen Leuten irgendwas andichten. Ich glaube, man kann das tatsächlich einfach so ein bisschen reinspüren oder bei sich auch gucken, wie ist das eigentlich, wenn ich emotional bei einem Thema involviert bin, kann ich dann noch klar denken? Ja, kann ich dann noch differenziert denken? Oder wie ich das eben irgendwie schon angesprochen hatte, wenn wir merken, dass wir in Diskussionen angetriggert sind, haben wir irgendwie eine Verletzlichkeit in uns? Und dann ist es eigentlich hilfreich, mal da zu forschen. Was ist da eigentlich wirklich los? Wie kommt das, dass ich mir hier eine Meinung so persönlich emotional wichtig mache, dass da Wut entsteht oder Angst entsteht oder was auch immer? Und das wäre dann eigentlich erstmal wichtiger, sich anzugucken, bevor man dann anfängt, auf inhaltlicher Ebene weiterzumachen. Ist eine emotionale Reaktion auf politischer Ebene nicht angemessen, würdest du das sagen?
Das ist ein interessanter Punkt. Na, das ist ein interessanter Und da, vielleicht, um da nochmal noch mal ein bisschen Kontext zu liefern, da denke ich zum Beispiel an den Ukraine-Krieg. Weil kürzlich saß bei Lanz eine Dame, Ulrike Gero, die zwar auch in dieser Corona-Maßnahmen-kritischen Szene bekannt ist, aber sie ist auch eine sehr große Befürworterin von so einem, ich glaube, so einer gewissen Europapolitik, die auch andere wieder ablehnen. Also sie ist so ein bisschen so eine Grenzgängerin da. Und ich habe das beobachtet, diese Diskussion. Sie hat eine aus meiner Sicht sehr nüchterne Analyse versucht anzugehen, was die Ukraine anging. Und die Reaktion, die sie gekriegt hat von FDP-Politikerin Agnes Strack-Zimmermann, so ein langer Name, war sehr so, ja, aber dort werden die Leute abgeschlachtet. Wie kann man da nur zusehen? Und sehr emotional, würde ich sagen. Und da habe ich mich aber auch gefragt, okay, wie versucht man damit klarzukommen? Weil ich verstehe Frau Gero's Ansatz. Verstehe natürlich auch, was Sie sagen wollen, auch wenn ich glaube, die Absicht dahinter eine andere war. Aber da habe ich mich deswegen die Frage, haben Emotionen nichts in der Politik zu suchen? Ja, das ist eine gute Frage. Also was wichtig ist, ist, glaube ich, sich bewusst zu machen, wo es jeweils eigentlich herkommt. Und da vielleicht dieses Phänomen Identifikation genauer zu verstehen. Weil in der Regel identifizieren wir uns mit unseren Meinungen. Das heißt, wir machen uns mit unseren Meinungen gleich und wenn unsere Meinung dann auf eine Art und Weise herausgefordert wird, einfach weil jemand widerspricht oder vielleicht Fakten präsentiert, die jetzt widersprechen mit dem, was ich gerade gesagt habe, dann ist es möglich, dass wir in Verteidigungsmuster fallen und auf einmal dann ja auch andere Ängste sich noch mit antriggern, wie stehe ich jetzt da oder bin ich jetzt auf einmal der Dumme, der Falsche, der Gelackmeierte. Und diese Ängste, die dann auftauchen, können halt dazu führen, dass ich also noch vehementer versuche, meinen Standpunkt zu vertreten oder versuche, das Gegenüber anzugreifen. Und das ist erstmal jetzt so auf rein rhetorischer Ebene. Ne? Wenn wir dann jetzt aber uns natürlich sowas angucken wie Ukraine-Krise, wo ja tatsächlich Mord und Totschlag passiert, also das sind ja tragische Dinge, da ist meiner Meinung nach erstmal das, also das ist jetzt ein schwieriges Terrain, sage ich mal so, weil es ist natürlich nachvollziehbar, dass bei solchen radikalen Dingen auch Gefühle auftauchen. Das finde ich also nachvollziehbar. Und ich glaube aber jedoch, wenn wir es schaffen, vorher die Identifikation rauszunehmen mit dieser Facette, ich weiß, was hier richtig ist, ich weiß, was hier die Lösung ist, dann tauchen andere Gefühle auf als die, die wir heute bei den Politikern sehen. Dann taucht vielleicht eher sowas wie Mitgefühl oder auch Traurigkeit oder Schmerz auf darüber, was da eigentlich vor sich geht. Und das wird, glaube ich, meistens dann vermieden in Form von Strategien nach dem Motto, ich weiß jetzt, was richtig ist, wir müssen da jetzt Waffen hinliefern. Ja, oder die andere pazifistische Fraktion dann, ich weiß, was richtig ist, wir dürfen auf keinen Fall Waffen hinliefern. Ja, und dann ist da auf einmal eine Strategie über eine Verletzlichkeit und darin fühlen wir uns dann vielleicht stark. Und dabei wäre es aber spannender, vielleicht sich die Zeit zu nehmen, mal reinzuspüren vor solchen Diskussionsrunden. Was ist da eigentlich in mir lebendig? Und die tiefere Verletzlichkeit in mir zu suchen. Und ich glaube, wenn es so eine Diskussionskultur gäbe, dass also sowohl in Talkrunden als auch vor Parlamenten wir mal in uns spüren und mal schauen, was ist da eigentlich in der Tiefe bei mir gerade los? Was treibt mich da an, die Lösungen versuchen zu herbeizuführen, um die es hier heute geht? Dann hätten wir, glaube ich, eine menschlichere Politik auf vielen Ebenen. Ich glaube, das hört sich für einige ganz schön verschwurbelt an, wenn man ganz ehrlich ist. Also dieses so in sich reinhören, oh, was ist da in mir los und so. Das ist ja jetzt, würde ich behaupten, eine sehr kleine Minderheit auf der Welt sogar, die so agiert. Das ist jetzt nicht etwas, womit man groß punkten kann. Ja, das ist richtig, weil ja auch unsere Gesellschaft insgesamt anders unterwegs ist als jetzt die Menschen, sag ich mal, die sich für Traumaheilung oder tiefere Themen interessieren. Wenn du sagst, dass die Welt, aber fokussieren wir uns mal auf Deutschland, weil wir leben hier, man kennt sich aus, man kennt die Menschen da so, die das Land auch leiten. Wenn du sagst, es ist ein tief traumatisiertes Land, inwiefern hast du das festgemacht? Hast du das erst festgemacht jetzt durch Corona oder auch schon vorher? Gibt es auch sowas zum Beispiel wie ein kollektives Trauma? Also vielleicht kannst du dazu was sagen. Ja, also das gibt es, denke ich, durchaus. Da gibt es den Thomas Hübel, der da sehr sich bekannt gemacht hat zum Thema kollektiven Trauma. Zu forschen, ein kollektives Trauma, müssen wir uns vorstellen wie gesellschaftliche Phänomene, die natürlich in jedem Land entsprechend der Geschichte ein bisschen anders sind. Und dann gibt es unterschiedliche Formen von Mengen. Ja, also wir haben einmal die Menschheit als Menge, dann haben wir eine Nation als Menge, dann haben wir eine Region als Menge, dann haben wir eine Familie als Menge. Und die alle sind ja irgendwie miteinander verschachtelt, ähnlich wie auch Moleküle oder Bestandteile im Körper miteinander verschachtelt sind. Ja, also die Niere kann sich jetzt denken, was habe ich denn mit dem Gehirn zu tun oder der Fuß, was habe ich mit dem linken Ohrläppchen zu tun?
tun. Aber gleichzeitig ist es doch ein Gesamtsystem, was aufeinander einwirkt. Und so ist es mit diesen unterschiedlichen Teilmengen, die wir also als Menschheit oder Nationen oder Familien eben auch haben. Wir haben natürlich in der kleinsten oder einer der kleineren Einheiten den individuellen Mensch mit seinen persönlichen Traumatisierungen, die er erlebt hat, aber er muss ja immer auch ein bisschen im Gesamtkontext gesehen werden, weil ein Mensch ja eben nun mal in der Regel in Kontakt mit den Eltern traumatisiert oder mit den Ersatzeltern oder was auch immer dann da war, und die sind dann ja auch schon wieder das Ergebnis des Einflusses ihrer Eltern und genauso aber auch von der Gesellschaft und von den gesellschaftlichen Werten. Ja, da gibt es dieses eine Beispiel beispielsweise auch, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nichts Falsches sage, da bin ich jetzt nicht vorbereitet. Es gibt, glaube ich, ein Buch, Jedes Kind muss schlafen lernen oder kann schlafen lernen. Das geht zurück auf diese, da gab es so in der Nazi-Zeit eine Frau, die gesagt hat, die Kinder muss man schreien lassen. Ja, und die müssen sich quasi selber durch das Schreien regulieren. Mhm. Und da gibt es ganz interessante Zusammenhänge, dass also, wenn du das einem Kind antust, das ist eine sehr frühe Traumatisierung, ein Kind schreien zu lassen, ja, weil das Nervensystem einfach nur im Alarm ist. Das ist völlig gegen die Natur, dass ein Kind irgendwo schreien gelassen wird. Keine Affenmutter der Welt würde ihr Kind auf den Boden legen und das schreien lassen. Das ist völlig unbiologisch, völlig jenseits von Gut und Böse. Aber das hat eine ganze Nation über Jahrzehnte kultiviert als den richtigen Umgang mit Kindern. Und das hat dann natürlich dazu geführt, dass wir eine Gesellschaft haben, in der irgendwie diese frühen Kontakttraumatisierungen stattgefunden haben, und das führt dann immer wieder nur zu mehr Traumatisierung. Es sei denn, da fängt jemand an, das anzuschauen und zu verarbeiten und zu heilen. Ich stelle tatsächlich fest, da ich mich auch manchmal sehr unwohl fühle in Deutschland, ja, also manchmal sehr so ein bisschen so wie in so einem Korsett, muss ich sagen. Und es liegt natürlich auch daran, welche Position ich hier einnehme, die ich aus meiner Sicht ganz entspannt finde, weil ich weiß, die Sachen, die ich äußere, wären in einem anderen Land überhaupt nicht die Rede wert. Und in Deutschland ist es irgendwie ein bisschen skandalös oder kontrovers zumindest, ja. Und ich stelle durchaus fest, dass hier man teilweise sehr, eigentlich würde ich sagen, ängstlich ist. Also es gibt so ein konkretes Beispiel, habe ich mit Philipp jetzt vor kurzem darüber geredet, und zwar hier wegen Klima. Ne? Die Klimakrise ist ja ein großes Thema, wir müssen die Welt retten. Und über die politischen Details, wenn ich ganz ehrlich bin, es macht halt einfach keinen Sinn. Aber es ging jetzt eher darum, dass zum Beispiel die Wetterkarten, wie sie dargestellt werden, wie sie jetzt dargestellt werden und vor 5 Jahren oder sowas. Mhm. Ja, also dass jetzt alles so eine Alarmbereitschaft ist. Ne? Die Temperatur ist dieselbe, aber es ist rot auf der Karte. Und ich habe ein bisschen so die Idee, dass dieser Angstzustand, der ja auch durch Corona also wahnsinnig präsent war, irgendwie Angst, egal ob jetzt vor dem Virus oder vor der Regierung, es spielt ja eigentlich keine Rolle, dass der hier dauerhaft unterschwellig, aber vorhanden ist. Angst zu haben vor irgendetwas oder Angst vor einem Brief von der Behörde, Angst vor der Reaktion des Nachbarn. Irgendwie wie gesagt, das ist so unterschwellig. Und vielleicht nehme auch ich nur das so wahr. Ich weiß es nicht, aber ich würde behaupten, wenn Leute da mal so in sich reinspüren, ja, werden wir da mal ein bisschen schwurbelig, dass man das durchaus feststellen könnte. Ich frage mich, ob das jetzt nur in Deutschland so ist. Also, gut, wissen wir nicht, ne? Das weiß ich nicht genau. Ne? Natürlich haben wir in Deutschland auch entsprechend unserer Geschichte ganz spezielle Formen von Sensibilitäten, wenn es jetzt zum Beispiel um sowas wie ein Nationalgefühl geht. Ne? Das ist ja hier in Deutschland ein riesen kollektives Trauma, was wir haben. Ne? Und das finde ich immer lustig, ich reise ja viel, und wenn du in Thailand zu einem Thailänder sagst, oh, du magst Thailand so, dann sagt er Danke. Ne, das ist für uns Deutsche eine völlig nicht nachvollziehbare Reaktion. Ne? Und das fällt mir jetzt nur gerade ein, aber du machst eigentlich jetzt bei einem anderen Punkt. Das Thema mit Angst einfach. Mit Angst und Wetterkarte. Angst ist da und Angst ist in uns drin, und je nachdem, was wir erlebt haben, haben wir mehr Angst und triggern uns mehr an. Wird Angst auch genutzt? Ja, also Manipulationsinstrument? Also da gibt es ja diesen berühmten Spruch, wer Angst macht, herrscht, wer Angst hat, wird beherrscht. Und das ist also eine Form, wie man Menschen schnell dazu bringen kann, Dinge zu tun, wenn sie angstgetrieben sind. Ne? Weil das ist schon natürlich ein biologischer Impuls in uns, dass wir versuchen, Gefühle wie Sicherheit und Ruhe zu verstärken und Angst und Bedrohung möglichst zu vermeiden. Und deswegen verhalten wir Menschen uns instinktiv so, dass unsere Ängste am besten beruhigt werden. Und wenn das nicht passiert, ist unser Nervensystem in Aufruhr und eben in Angst. Und das wollen wir nicht lange aushalten. Da würde ich gerne dann, wir haben ganz am Anfang schon darüber geredet, wie das ist, wenn man sich mit Menschen unterhält, auch über politische Themen, weil es ist ja auch ein politischer Kanal, kann man ruhig als Beispiel nehmen. Das gilt aber auch für persönliche Sachen, ist ja klar. Dass man sich dann auch so angetriggert fühlt. Auch manchmal, wenn man irgendwie Nachrichten guckt oder eine Talkshow guckt, dann triggern einen bestimmte Positionen an. Und ich erinnere mich, wie gesagt, als das mit dem Thema Impfpflicht so war, das hat mich richtig
Und ich weiß, ich bin da nicht alleine. Das hat mich richtig mitgenommen in der Zeit. Das hat so richtig, das war so, war wie ein persönlicher Angriff. Und da würde ich sagen, es ist ein persönlicher Angriff. Ich habe es persönlich genommen, weil es mich persönlich betroffen hätte. Die Regierung, beziehungsweise das Gesundheitsministerium, wie auch immer, wollten darüber bestimmen, welchen medizinischen Eingriff ich an mir vornehme. Und deswegen, da würde ich dann sagen, das ist persönlich und dementsprechend ist eben auch meine Reaktion. Mhm. Ja, das ist nachvollziehbar. Das ist total nachvollziehbar. Also gerade zum Thema Impfpflicht habe ich jetzt neulich von irgendjemandem einen lustigen Vergleich gehört, dass wir, wenn wir zum Beispiel über Organe spenden sprechen, da ist das interessanterweise so, dass wir Menschen, die eigentlich verstorben sind, noch deren Meinung respektieren zu Lebzeiten, ob sie wollen, dass ihre Organe entnommen werden oder nicht. Weil man kann auf dem Organspendeausweis genau sagen, ich möchte, dass meine Organe zur Verfügung gestellt werden, falls die Rahmenbedingungen das nachher erlauben, oder ich möchte es nicht. Wenn wir aber über die Impfpflicht sprechen, dann erlauben wir Menschen auf einmal nicht mehr, selbstbestimmend über ihren Körper zu bestimmen. Und das ist also meiner Meinung nach also nachvollziehbar, dass da Menschen sich antriggern, weil es eben um die persönliche Unverletzlichkeit des Körpers hinausgeht. Das ist also eine Grenzüberschreitung, wo ich sage, das finde ich jetzt nicht unbedingt, dass man da traumatisiert sein muss, dass man sich da antriggert und sagt, nee, Moment, warte mal, das will ich nicht, ich will meinen Körper selber bestimmen. Was sagst du dann aber zu den Leuten, die sagen, nein, das muss sein, weil wir ja, wenn wir das nicht tun, andere gefährden? Mhm. Diese Idee gibt es ja auch. Das ist ja auch eine Angst quasi genau. Vor anderen Personen, die Infektionsträger sein könnten. Genau. Und das ist eine Idee und das ist das Wichtige, das dann zu sehen, dass wir hier von einer Idee sprechen. Wir sind also in einem mentalen Raum, wo wir natürlich gewisse Studiendaten zur Verfügung haben und gewisse Beobachtungsdaten. Und dann kommt jeder aufgrund dieser Daten zu einem anderen Schluss. Weil wir eigentlich auch, wenn wir eine gesunde Skepsis allen gegenüber haben, müssen wir auch sehen, dass wir meiner Meinung nach diesen Daten, die wir da sehen, nicht wirklich vertrauen können. Wir sehen das jetzt bei vielen Ärzten, die mit vielen Impfnebenwirkungen zu tun haben bei ihren Patienten. Die sehen, dass die oft teilweise nicht wirklich angeguckt werden, da interessiert sich keiner richtig für, die landen nicht in der Statistik, die werden unter den Tisch gekehrt, weil wir eben im Gesamtsystem den Wunsch haben, dass diese Impfung wirkt. Also die einzelnen Player sind sehr biased, die sind sehr voreingenommen und wollen, dass diese Impfung gut ist und für die gesamte Gesellschaft auch nach wie vor attraktiv bleibt. Und dann müssen wir uns bewusst machen, wir haben da jetzt also Daten, wo man jetzt interpretieren kann, wo man jetzt sagen kann, ist da jetzt das Risiko für jemanden, für den Corona sowieso keine gefährliche Erkrankung wäre, im Vergleich mit den Impfnebenwirkungen, die wir haben können, wo wir das Risiko nicht richtig benennen können, weil wir eben keine verlässlichen Daten haben. Wie ist das überhaupt abwägbar? Ja, und dann haben wir auf einmal mentale Gedanken und müssen aufgrund von diesen Gedanken und Optionen zu Schlüssen kommen. Und die sind dann eben unterschiedlich von Mensch zu Mensch. Und in dem Moment, wo wir da keine klare Sicherheit haben, müssen wir respektieren, dass Leute da zu unterschiedlichen Schlüssen kommen. Also wenn jetzt beispielsweise dieses Haus hier brennt, ja, und ich sage, ich möchte nicht, dass die Feuerwehr hier löscht, weil die könnte mir ja dann nachher die Stereoanlage mit dem Wasser kaputt machen. Ja, das ist ja ein komplett anderer Fall. Das würde ja kein Mensch sagen, weil es einfach offenkundig ist, dass es gut ist, dass die Feuerwehr kommt und das Feuer löscht. Aber im Fall von so einer Impfung, die Vor- und Nachteile abzuwägen, ist halt ein deutlich abstrakteres Phänomen und die Daten meiner Meinung nach, die wir haben, die sind nicht voll belastbar und deswegen müssen wir da auch Menschen lassen, dass sie da zu unterschiedlichen Schlüssen kommen. Die Menschen lassen und da knüpfe ich dann auch gerne wieder an dieses ganze Thema angetriggert werden. Mhm. Weil eben viele, diese Geschichten habe ich noch und nöcher gehört, Menschen, die sich von Freunden verabschiedet haben in dieser Zeit. Was heißt verabschiedet? Da hat einfach eine ganz deutliche Abgrenzung stattgefunden. Mhm. Ich habe diese Position, du diese. Mhm. Ob jetzt bezüglich der Impfung oder den Maßnahmen spielt jetzt erstmal gar keine Rolle. Mhm. Sondern einfach, dass es so... Der Graben war so tief, dass diese Menschen, die sich vorher teilweise Jahrzehnte kannten, nicht mehr miteinander kommunizieren konnten, nicht mehr Zeit miteinander verbringen wollten, weil offenbar, ich weiß nicht genau, was da vor sich geht, weil ich jetzt das Privileg habe, dass ich natürlich auch in einer gewissen Bubble unterwegs bin, wo man sich die unterschiedlichen Positionen auch lässt. Das ist vollkommen in Ordnung, ja, weißt du ja auch. Aber so viele Geschichten von Menschen, auch Familien, wo man sagt, okay, darüber reden wir nicht, weil da sind die Positionen sehr unterschiedlich und so weiter. Zumindest treffen die sich noch. Das ist ja schon mal also mehr, als was bei anderen stattfindet. Aber was ist das für ein Vorgang, wenn man sich mit einer Position, ob jetzt bezüglich Corona-Maßnahmen, Masken ist natürlich so ein ganz krasses Aufregerthema, ja? Wenn man sich damit so identifiziert, dass man sogar bereit ist,
lange Freundschaften aufzugeben, weil man so davon überzeugt ist, dass das jetzt das Richtige ist, egal jetzt, ob man für oder gegen die Maskenpflicht ist. Das ist das Phänomen Identifikation mit Meinung. Ne? Und auch der Punkt, so sehr in eigene Meinungen und Gedanken verliebt zu sein, dass man nicht mehr erkennt, dass es nur Meinungen und Gedanken sind und das völlig gleichsetzt mit der eigenen Person. Und wenn dann quasi meine Meinung hinterfragt wird, dann übersetze ich das als ein Ich bin hinterfragt, ich bin nicht mehr gesehen, ich bin nicht mehr respektiert. Und deswegen ist das gleichzusetzen mit Du magst mich nicht, wenn du sagst, du denkst was anderes als ich. Und das ist natürlich das Ergebnis von einer verkommenen Gesprächskultur, die unbewusst ist, die emotional ist, die vorwurfsvoll ist, die eskalativ ist, die nicht mehr das Menschliche sieht. Und da habe ich ja beispielsweise viel bei Radical Honesty gelernt, also in den Kursen von radikaler Ehrlichkeit. Da ist es ja Routine, dass wir, sobald wir merken, wir sind emotional angetriggert, das Gespräch unterbrechen und die Gefühle ausdrücken. Und uns selber auch bewusst werden, was übersetze ich da im Kopf gerade, was passiert da? Und dann beispielsweise erstmal die Wut ausdrücken und dann auch sowas sagen wie, ich will jetzt, dass du sagst, ich habe recht. Ja, oder ich will jetzt, dass du mir zustimmst. Und mal diesen neurotischen Teil klar zu ownen, also wirklich uns zu eigen zu machen und wahrzunehmen, ah, das ist da gerade in mir, ich will dich gerade überzeugen. Ich glaube, ich habe recht und du hast Unrecht. Und so wie wir das ausgesprochen haben, kann in uns oft eine gewisse Leichtigkeit entstehen, dass wir feststellen, ah, das sind ja eigentlich alles nur Fantasien, was wir da haben. Wir wissen es eigentlich alle so richtig nicht genau. Und dann können wir uns irgendwann dem Zustand des Nichtwissens nähern. Und der ist für viele Menschen unmöglich. Das fühlt sich für viele Menschen gar nicht möglich an, das zu kultivieren, zu sagen, ich bin mir da nicht sicher, ich weiß es nicht genau, ich glaube nur etwas. Und bevor wir also in das Nichtwissen kommen, nehmen wir uns lieber eine Position an, klammern uns der fest, machen uns die zu eigen, weil das gibt uns Stabilität, es gibt uns auch vielleicht Verbundenheit mit anderen, die gleiche Position haben, dann fühlen wir uns daran stark und sicher. Und wenn ich aber bereit bin, zu sagen, naja, ich weiß es nicht genau, ich kann nur bestimmte Dinge glauben und in dem Fall glaube ich das und das, ich weiß aber, es könnte auch nicht stimmen. Vielleicht glaube ich nächste Woche was anderes. Dann habe ich auf einmal schon eine Leichtigkeit in mir und kann sowohl meine eigene Position nicht mehr so ernst nehmen, als auch die im Gegenüber. Aber ich verstehe das Konzept, wende ich ja auch manchmal an, aber ich bin ja auch in einer Bubble unterwegs, wo das funktioniert. Mhm. Wenn ich jetzt aber, sagen wir mal, so die Breite, wenn ich das jetzt so der breiten Gesellschaft entgegnen würde oder geschweige denn in der Talkrunde, ja, irgendwo bei Lanz oder sonst wo, da würde man. Da würde man den, also als Schwächerer rausgehen. Weil wenn du der Einzige bist, der diese Position annimmt und auch akzeptiert, dass man manche Dinge nicht wissen kann, dann ist es ja eher so, ach, du hast doch keine Ahnung, was redest du hier? Ich weiß ganz genau, dass die Maskenpflicht am Strand hilft. Jetzt ganz übertrieben natürlich ausgedrückt. Ne? Also von dem her denke ich mir, das hört sich in Theorie super an. Und auch wenn man einen Freundeskreis hat, wo alle sich diesem Prinzip irgendwie unterwerfen, sage ich mal so, aber in der Realität, puh, ganz schön schwierig. Naja, du gehst vielleicht als der Schwächerste raus, aber sicherlich als der Glücklichste. Und das ist vielleicht viel spannender. Und ist auch interessant, dass bei dir jetzt diese Interpretation kommt, als Schwächerer rausgehen. Ne? Also da ist natürlich auch irgendwie dieses Denkmuster da, ich muss in der Talkrunde der Starke sein oder gewinnen. Ne? Ja, und da, schon. Da ist schon wieder eine interessante Dynamik, die an sich hinterfragenswert ist. Warum muss ich in der Talkrunde gewinnen? Warum geht es nicht darum, dass wir uns als Menschen begegnen und unsere eigene Position hinterfragen und uns vielleicht in so einem Gespräch weiterentwickeln? Dem würde ich ja, okay, lass uns darüber reden, weil ich war ja bei Servus TV und du hast das geguckt, wir haben das auch zusammen dann nochmal geguckt, also Benedikt ist im Bilde, ja, von meinem medialen Wirken und tatsächlich habe ich dort festgestellt, also meine Idee war natürlich Austausch. Und das ist auch schwierig in der Stunde, verstehe ich auch bei so vielen verschiedenen Positionen, aber es ist durchaus möglich. Und ich habe für mich festgestellt, darum geht es gar nicht. Es geht darum, seine eigene Position darzustellen, sich selbst möglichst gut darzustellen. Das heißt, ich habe mich damals auf die ganzen Leute vorbereitet, kompletter Schwachsinn. Ich hätte mich nur auf mich vorbereiten müssen. Ich hätte einfach nur sagen, okay, diese drei Sachen will ich unbedingt sagen und der Rest ist dann spontan. Also so bin ich da rausgegangen. Jetzt können wir natürlich von der Königsklasse sprechen, die natürlich auf die anderen eingeht und trotzdem die eigenen Positionen, da bin ich noch nicht. Aber ja, das war so meine Erkenntnis. Und da frage ich mich dann auch, wenn ich jetzt dann mit so dieser Haltung, ja, ich bin für den Austausch, und dass ich dann tatsächlich den Kürzeren ziehen würde. Ja, und? Ja, ich glaube, in der Außenwahrnehmung möchte ich nicht den Kürzeren ziehen. Genau, warum denn eigentlich? Was ist dir da so wichtig? Was treibt dich an? Wir machen jetzt hier schon Therapiestunde, ja. Ja, in der Öffentlichkeit, alle können mitgucken. Ja, Jasmin, aha. Aber ich habe das ja schon offengelegt, dass es mir durchaus wichtig ist, Anerkennung zu bekommen für das, was ich tue. Und auch sage, dass ich neidisch bin auf andere Leute, die ich aus meiner Sicht als weniger interessant empfinde, die mehr Anerkennung, und damit meine ich Follower, Likes und so weiter, bekommen als ich. Weil ich mir denke, nö, das habe ich eigentlich verdient, ja.
Genau, da ist ein Teil, der möchte Anerkennung bekommen und das würde ich dann jetzt, das könnte man dann jetzt als Strategie interpretieren. Mhm. Ne? Und natürlich wollen wir alle auf eine gewisse Art und Weise Anerkennung bekommen, ne? Aber wenn wir irgendwie als Gewinner rausgehen wollen, das ist interessant, sich anzugucken, weil das Muster macht langfristig unglücklich, mhm. ganz sicher sogar. Und macht auch Stress. Ne? Ist anstrengend. Stress ist es auf jeden Fall. Ne? Genau. Ja. Und stell dir vor, du würdest in Talkrunden gehen und einfach die verletzliche, menschliche Jasmin Kosubek sein, die einen freien Kopf hat, ja, die ziemlich auch kontroverse Themen differenziert durchdenken kann und eine neue Perspektive hat und einfach die sein möchte, die sie ist. Und die in Kauf nehmen kann, dass Menschen mit ihren Resonanz gehen und nachher sagen, ich fand das toll, was du gesagt hast. Und die auch in Kauf nehmen kann, dass Menschen sich anträgern und sagen, ich fand das Quatsch, was du gesagt hast. Und das ist dann der freie Moment, wo wir irgendwie uns als Mensch in unseren Facetten annehmen können und auch die, die uns sehen und uns begegnen, ihren Facetten annehmen können. Weil wir können es nie allen recht machen. Es wird immer Menschen geben, die gehen in Resonanz und Leute, die triggern sich an und sagen, was bist du denn für einen? Und ich glaube auch dieses also wie du jetzt auch sagst, die einen werden mich so, auf mich bezogen, werden mich so wahrnehmen, die anderen anders. Da merkt man auch schon, dass es weniger mit mir zu tun hat, sondern vielmehr mit den Personen selbst. Ja. Weil das stellt man ja auch mal fest, ein Ereignis findet statt, hunderttausende verschiedene Interpretationen, das zeigt ja eigentlich schon, dass der Mensch, der das sieht, das Urteil spricht. Und es hat nichts mit dem Ereignis oder dem Menschen oder sowas zu tun. Ja, also es ist ziemlich, ich finde es ziemlich offensichtlich. Aber es ist interessant, wenn man tatsächlich so durch die Welt geht und auch das anwendet, würde ich behaupten. Da kann man auch entspannter umgehen, weil ich eben auch in Kommentaren lese, ja, hier darf man ja nicht mehr seine Meinung sagen und so weiter und so fort. Und ich habe eigentlich da eher so die Idee, doch, kannst du. Du kannst auch deine Meinung ganz entspannt sagen. Ja, irgendwie das mit der Impfpflicht finde ich nicht so gut. Was denkst du darüber? Und ich glaube, dass wenn tatsächlich mehr Leute das machen würden, dann könnte sich da eine andere Diskussionskultur ergeben. Ich weiß, das geht nicht von heute auf morgen, aber man kann seine Meinung in Deutschland äußern, würde ich definitiv behaupten. Ich weiß, es gibt ein paar Extrembeispiele, die wir beide wahrscheinlich kritisch sehen, aber grundsätzlich ist es ja schon möglich, da ein entspanntes Verhältnis zu haben. Ja. Ich würde jetzt gerne hier dann zu diesem Thema Verschwörungstheorien kommen. Ja. Und versuche jetzt quasi auch diesen Zusammenhang herzustellen. Ganz am Anfang habe ich gesagt, hängen Verschwörungstheorien und Trauma zusammen? Gibt es da irgendwie einen Zusammenhang, würdest du sagen? Also erstmal zu dem Begriff Verschwörungstheorie. Ich bin großer Fan davon. Ich habe so die heimliche Agenda, diesen Begriff zu normalisieren. Weil der wird ja immer noch als Kampfbegriff benutzt. Und für viele Menschen, sobald sie das hören, ist das Denken vorbei. Da sagen die, Verschwörungstheorie ist Quatsch. Ne? Und da wird nicht mehr differenziert hingeguckt. Und das finde ich tragisch, weil die Geschichte hat ja gezeigt, dass viele Verschwörungstheorien sich als wahr herausgestellt haben. Stichwort Irakkrieg, Lüge. Ja, das ist ja so lange eine Verschwörungstheorie gewesen. Daniele Ganser hat gezeigt, dass eigentlich fast alle Kriege auf Lügen basieren und dass es eigentlich also ganz wichtig ist, gerade bei Kriegslügen hinzugucken, dass da im Grunde eigentlich immer Verschwörungen am Laufen sind. Und interessanterweise, auch wenn man die offizielle Theorie des 11. September glaubt, dass da also 19 oder weiß ich nicht 20 Terroristen aus Saudi-Arabien mit Teppichmesser das geschafft haben, das größte und sicherste Flugabwehrsystem der Welt in Amerika lahmzulegen, das ist eine Verschwörungstheorie, dass die 19 Terroristen sich verschworen haben. Ja, und ich finde das wichtig, den Begriff zu normalisieren, so ähnlich wie zum Beispiel mit dem Begriff schwul. Ja, also mit dem habe ich was zu tun, weil ich ja schwul bin. Und der war zum Beispiel früher immer auch sehr abfällig gebraucht. Bis dann in den 70ern die Schwulenbewegung sich auf einmal alle selber als schwul bezeichnet haben. Und dadurch haben sie dem Gegner den Wind aus den Segeln genommen und haben einfach gesagt, ja, wir nennen uns hier selber so. Ja, und durch diese Normalisierung des Begriffs kann uns, glaube ich, ist uns mehr geholfen, als wenn wir immer dagegen kämpfen. Weil dann ist immer sofort so, es ist keine Verschwörungstheorie und denk doch mal nach. Und dann doch, das ist Verschwörungstheoretiker und so weiter. Wir sind alle, also egal wie wir uns jetzt identifizieren, sind wir Verschwörungstheoretiker, weil Verschwörungen auf dieser Welt regelmäßig passieren. Und gleichzeitig ist es wichtig auch anzuerkennen, dass ein Großteil von Verschwörungstheorien absoluter Quatsch ist. Ja, und das auch anzuerkennen. Ne? Und ich finde das also spannend. Ich gucke mir viele Verschwörungstheorien an und komme dann für mich so zu dem Schluss, kann ich das wissen, kann ich das nicht wissen, was kann ich da glauben, was kann ich da nicht glauben, was halte ich für plausibel, was halte ich nicht für plausibel. Und ich mache mich also frei von diesen Denkverboten, die mit diesem Begriff einhergehen. Und wenn es uns jetzt also um das Thema Trauma geht, ist, glaube ich, die Brücke, dass wir vor allen Dingen angucken, wie reagieren wir auf diesen Begriff. Ja, was tauchen da auch für Ängste auf, wenn ich zum Beispiel als Verschwörungstheoretiker bezeichnet werde? Weil je nachdem, aus welcher Würze oder Färbung dieser Begriff herkommt, ist das ja auch sofort so ein, du bist dumm. Mhm.
gleichgesetzt. Ne? Und das ist halt dann wichtig, da genau hinzugucken. Wie übersetze ich das? Welche Sensibilität wird da in mir angetriggert? Ist da meine Strategie, beliebt zu sein, dazuzugehören, nicht ausgegrenzt zu werden und so weiter? Ist die vielleicht aktiv? Und dann vielleicht zu forschen, wo habe ich das eigentlich gewonnen, diese Strategie? Wo habe ich mir das so wichtig gemacht, dass ich also nicht kritisiert werden darf, da keine Fehler machen darf oder irgendwie nicht in so einem Licht dargestellt werden darf? Und das kann für uns alle, glaube ich, hilfreich sein, da unsere Sensibilitäten genauer anzugucken. Das verstehe ich alles so im zwischenmenschlichen Austausch. Wie spielen da die Medien? Was spielen die da für eine Rolle? Weil solche Begriffe werden ja auch teilweise durch die Medien auch ein bisschen aufgeladen. Also natürlich. Die können ja auch Sachen anders, also Populismus zum Beispiel ist auch so ein Begriff, jetzt darüber redet jetzt keiner mehr, ist auch egal, aber das ist ja eigentlich nur ein Wort. Das Wort an sich ist weder gut noch schlecht und es hat eine klare Definition, also eigentlich ist es nichts, aber das wurde so negativ, in so einem ganz negativen Kontext verwendet, aber wahrscheinlich wegen Rechtspopulismus, ne? Gibt auch Linkspopulismus, aber wie gesagt, also diese Wertung von Worten, oftmals habe ich so die Idee, kommt das tatsächlich aus den Medien, das heißt, es ist für mich so ein bisschen undefiniert. Wer hat das jetzt gemacht? Das ist ja kein Mensch, der das jetzt gesagt hat und mit dem man sich dann austauschen könnte. In einem Zwiegespräch gar kein Problem. Aber wie ist das, wenn quasi das so durch die Medien gestreut wird? Unsere Medien haben ja oft eine Agenda, haben ja oft einen Plan, bestimmte Dinge in einem bestimmten Licht darzustellen. Das ist jetzt auch eine Verschwörungstheorie, oder? Das kann man Verschwörungstheorie nennen. Das stimmt, also das ist richtig, da hast du recht. Und das ist natürlich auch jetzt diskutabel. Ne? Und gleichzeitig denke ich mir, wenn wir uns angucken, wie die Berichterstattung bei Corona-Demonstrationen war, ist es relativ offenkundig. Ja? Man könnte ja genauso auch die Leute, die also Angst vor dem Coronavirus haben, tendenziös darstellen. Da gibt es ja auch Leute, die ihre Hunde desinfizieren oder ihre Kinder nicht mehr anfassen oder mit 3 Masken alleine durch den Wald spazieren gehen. Ja? Aber solche Leute wurden in der Regel nicht dargestellt, sondern man hat sich bei den Maßnahmendemonstrationen die Verrücktesten rausgesucht und die dann immer dargestellt. Ne? Und das ist eigentlich relativ klar dann eine Agenda, die dahinter ist, um zu zeigen, diese Form von Menschen wollen wir jetzt darstellen als die, die völlig unvernünftig sind. Natürlich gibt es da Unvernünftige dabei. Ja? Und ich war da auch teilweise schockiert zu sehen, wer da im Fernsehen gelandet ist. Ne? Und man könnte solche Leute ja auch genauso in der anderen Meinungsgruppe finden. Es ist immer eine Frage, wen pickt man da raus? Und so ein Journalist hat halt eine große Fähigkeit, einen Bericht tendenziös zu färben, je nachdem, wen er zu Wort kommen lässt und wer dann da eigentlich spricht. Mhm. Ja? Aber wie soll man dem denn dann entgegnen? Ich glaube, das ist so meine Frage, weil du auch gesagt hast, wegen Begrifflichkeiten wie Verschwörungstheorien, wie kann man dem dann entgegnen, wenn man sich eigentlich so dieser medialen Macht, wenn man der medialen Macht so entgegensetzt? Also, ich glaube nur mit kritischem Denken und mit sehr viel Skepsis und mit Achtsamkeit und Wahrnehmen, wie kommt da eigentlich meine Meinung zustande? Wie habe ich mir meine Meinung gebildet? Was war dahinter so einem Medienbericht vielleicht? Was ging da dem Journalisten durch den Kopf und das ist so meine Idee dazu. Also das heißt, es bleibt wieder beim Individuum hängen. Das sowieso. Ja, die ganze Verantwortung muss man selber übernehmen. Wie siehst du das eigentlich mit Ohnmacht? Auch in Zeiten von, mit den Maßnahmen, Impfpflicht und so. Ich und wie bestimmt auch viele andere haben sich ja so ohnmächtig gefühlt diesem Ganzen gegenüber, weil man ja tatsächlich als Einzelner dagegen nichts tun kann. Das ist richtig. Und spannend dabei ist auch zu sehen, dass sich Leute, je nachdem, was sie früher erlebt haben, an unterschiedlichen Aspekten von den Corona-Maßnahmen antriggern. Also ich habe ja eine Reihe Klienten gehabt, die in den letzten zwei Jahren wirklich immense Probleme gekriegt haben, weil sie sich an unterschiedlichen Punkten der Corona-Maßnahmen wirklich angetriggert haben. Und da kann man dann immer sehen, was gab es da für eine Entsprechung früher. Also Menschen, die beispielsweise sehr autoritäre Eltern hatten, hatten in der Regel größere Probleme damit, jetzt auf einmal anzuerkennen, dass da ein autoritäres System auf einmal den Lebensalltag einschränkt. Und da hatte ich eine Klientin, die hat sehr viel Hausarrest bekommen als Kind, die fand dann den Lockdown ganz schlimm. Ja, dann hatte ich eine andere Klientin, die hatte interessanterweise diesen Aspekt, dass sie als Kind schon immer das Gefühl hatte, sie muss ihren Eltern helfen, weil da war auch Gewalt im Spiel und hätte immer versucht, dass es den Eltern gut geht, damit quasi keine Gewalt passiert. Und die hatte genau an dieser Front heute auch das Problem, dass sie versucht hat, alle zu überzeugen, dass sie sich nicht impfen lassen und die wollten es nicht hören. Und das war für sie der schlimme Aspekt. Also da, wo wir uns am meisten antriggern und uns auch am meisten ohnmächtig empfinden, das ist meistens die Brücke, die uns auch zu unserer persönlichen Traumatisierung führt. Da geht dann quasi eine Tür auf, die uns Zugang
bringt zu den nicht geheilten Wunden. Und wenn das geheilt ist, dann sehen wir auf einmal Möglichkeiten, die wir vorher nicht sehen. Dann sehen wir auf einmal, diese Welt ist ziemlich groß. Und hier gibt es ja allerhand Möglichkeiten, auch selbst wenn jetzt hier Einschränkungen vorhanden sind, dass wir irgendwo auf der Welt ein Fleckchen für uns finden, an dem wir uns auch frei fühlen können. Und das Fleckchen konnte auch für viele weiterhin in Deutschland sein. Also je nachdem, wie man sich angetriggert hat, empfindet man sich also dann mehr oder weniger ohnmächtig, immer wieder auch als Reinszenierung der ursprünglichen Traumatisierung, die man erlebt hat. Mhm. Gut, das hört sich dann wieder nach viel Eigenleistung an, natürlich. Ja, und Traumaheilung ist Eigenleistung, natürlich. Ne? Also das kann nicht für einen geschehen. Das ist was, wo wir selber in die Verantwortung kommen müssen. Es ist ja auch, kann man eigentlich sagen, Traumaheilung bedeutet, die Erwachsenenstruktur im Gehirn auszuprägen. Denn wenn ich traumatisiert bin, dann habe ich so, man kann das fast als neurologische Inseln im Gehirn bezeichnen, die quasi die kindlichen Reaktionsmuster abbilden. Und die werden dann angetriggert, sobald ich mit Traumamaterial in Kontakt komme, und auf einmal fühle ich mich so hilflos und ohnmächtig wie ein Kind. Und dann ist ganz wesentlicher Teil der Traumaheilung, dass diese Erwachsenenstrukturen drumherum um diese kindlichen Neuronengruppen immer mehr ausgeprägt werden und auch mit den kindlichen Strukturen in Kontakt gehen, damit wir also mehr und mehr merken, früher war ich wirklich ganz schwach und ausgeliefert und abhängig und konnte meine Bedürfnisse nicht erfüllen. Und heute als Erwachsener bin ich das aber tatsächlich nicht mehr. Heute gibt es Möglichkeiten. Ich mag sie zwar vielleicht jetzt noch nicht sehen, weil eben noch die kindlichen Denkmuster aktiv sind, aber das ist wichtig, da dem Klienten, also aus therapeutischer Perspektive, immer wieder zu spiegeln. Das ist ja interessant, dass du das als Erwachsener jetzt so siehst, dass es da keine anderen Möglichkeiten gibt. Und dann kann peu à peu können da neue Räume aufgehen und wir können wahrnehmen, stimmt, ich bin jetzt eigentlich in ganz anderen Grundvoraussetzungen als früher. War das jetzt echte Wissenschaft oder Schwurbelwissenschaft? Tja, das ist im Bereich der Psychotherapie schwierig. Also ich finde Wissenschaft grundsätzlich toll, wenn es beispielsweise um Physik geht oder um Chemie oder um gewisse Wirkstoffe in Kombination, wo wir wirklich klare Muster sehen können. Und im Bereich der Psychotherapie ist Wissenschaft oft problematisch, meiner Meinung nach, weil ein Mensch zu multifaktoriell ist, als dass wir ihn in wissenschaftliche Experimente einbinden können. Also wir können ja, in der Psychologie gibt es ja viele Forschungen, wo dann Klienten Fragebögen ausfüllen und so weiter. Und da können wir auch schon sehen, dass gewisse therapeutische Methoden statistisch gesehen für die meisten gut wirken oder für manche auch nicht. Aber wir dürfen, wenn es um Psychotherapie geht, nicht verkennen, es geht immer um die Erfahrung des Einzelnen. Und selbst wenn ich eine psychotherapeutische Methode mache, wo es jetzt wissenschaftlich heißt, das bringt in 99% der Fälle nichts. Wenn ich aber zu diesem 1% gehöre, dann kann das sein, dass ich durch diese Methode 100% heile. Und das ist halt wichtig anzuerkennen, ja, dass also Wissenschaft, wenn es um psychologische Entwicklung geht, das ist tricky, da Rückschlüsse zu machen, das ist jetzt, bringt nichts, das bringt was. Also ich bin da auch nicht so informiert, ob jetzt das, was ich da gerade gesagt habe, jetzt durch gewisse, weiß ich nicht, CT- oder MRT-Untersuchungen wirklich bestätigt oder nicht bestätigt werden kann. Ich weiß, es gibt im Bereich Trauma viel Forschung und ich weiß auch, dass diese großen Therapien wie Somatic Experience oder NAM, dass die sich auch wissenschaftlich immer wieder untersuchen lassen. Aber ich habe da nicht jetzt Ergebnisse parat und das interessiert mich auch nicht so sehr. Weil vieles in meinem Leben, was wirklich mich verändert hat, war nicht wissenschaftlich unterstützt und das finde ich demzufolge dann auch nicht so relevant. Mhm. Ich würde gerne noch auf ein, wir steuern schon dem Ende zu, aber ich würde gerne noch auf ein Thema ansprechen und zwar die jüngere Generation in Deutschland, die jetzt auch eine schwierige Zeit durchgemacht hat mit Corona. Ich glaube, ich war zwar nicht in der Schule, aber ich stelle mir das so vor, dass es aus verschiedenen Gründen kompliziert war. Dann haben wir dieses ganze Thema Klimakrise, das offenbar die junge Generation ja sehr berührt, was ja auch logisch ist, weil die müssen ja sich mit dem Thema auseinandersetzen. Und trotzdem habe ich so in gewisser Weise die Idee, dass denen auch Angst gemacht wird. Weil wenn du wirklich denkst, ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit einem sehr netten jungen Mann, der hat für Foodwatch Unterschriften gesammelt. Man kennt die ja, UNICEF Foodwatch, ist ja egal. Und ich habe ihn gefragt, ob er wirklich denkt, dass die Welt in 10 Jahren oder was, dass es 15 sein untergeht. Und er hat nur gemeint, insofern, dass er auf jeden Fall keine Kinder in diese Welt setzen will. Und das ist auch okay, so zu denken mit 20. Das gibt es wahrscheinlich schon öfters. Aber ich habe mir dann, schon gemerkt, so wow, die haben wirklich Angst, dass die Welt in 10 Jahren untergeht. Was natürlich auch der Fall sein kann. Ich schließe das ja gar nicht aus. Aber diese Angst, die damit einhergeht, da habe ich mir gedacht, was das wohl mit so einer jungen Generation macht. Weil irgendwie, also ich stelle mir einfach vor, dass diese Angst irgendwie einen auch vielleicht hindern kann, irgendwie sein Leben zu leben.
Oder weil man dann immer denkt, ich muss irgendwas tun, ich muss die Welt retten, ich muss das Klima retten und so weiter und so fort. Und am Ende denke ich mir, ist es halt schwierig, weil Deutschland für irgendwie, wenn wir jetzt an das Ganze, wenn die ganze Idee, wenn wir daran glauben, Deutschland ist für 2% des CO2s zuständig, wir könnten machen, was wir wollen und Deutschland könnte nicht das Klima retten. Ist einfach Fakt. Ist einfach Fakt. Und da muss man sich doch auch wahnsinnig ohnmächtig fühlen. Ja, das kann sein. Also, und ich mag auch dazu sagen, ich glaube auch, dass viele revolutionäre Bewegungen in der Geschichte, dass die auch von den einzelnen Playern, die da jetzt dann groß voran waren, dass diese Player diese Rebellionsenergie in sich haben aufgrund von Entwicklungstrauma. Mhm. Und das muss nicht immer was Schlechtes sein. Das ist ja teilweise auch richtig, dass es gewisse Revolutionen in der Geschichte gab. Und das ist ja eigentlich, finde ich auch jetzt grob erstmal nicht verkehrt, dass wir da eine jüngere Generation haben, die sich auf die Fahne geschrieben hat, die Umwelt zu retten, weil wir tun dieser Umwelt auch viel Scheiße an. Das ist einfach mal ein Fakt. Mhm. Ja, also wir gehen mit unserer Natur nicht sehr sorgsam um. Und insofern glaube ich, dass jeder, der da aufspringt oder sich von dieser Angst so anstecken lässt, da wird es eine Entsprechung geben in den Entwicklungsjahren, ne? Warum da so eine große Resonanz ist, dass da jetzt auf einmal diese Kampfenergie kommt. Und die ist nicht per se schlecht. Nicht alle Traumareaktionen müssen behandelt werden. Es muss sowieso nichts behandelt werden, wie ich eingangs schon gesagt habe, ne? Also es ist natürlich spannend, das anzugucken. Aber auch beispielsweise so ein Phänomen wie Michael Jackson zeigt, dass also auch große Kunst entstehen kann aus schlimmen Traumatisierungen. Und das ist immer auch so zu betrachten, dass man anerkennen muss, Traumareaktionen haben auch gesamtgesellschaftlich gesehen manchmal ihr Gutes. Können Kinder, und jetzt will ich da die Brücke schlagen zu Corona, meinst du, dass die traumatisiert wurden in den letzten 2 Jahren? Ich glaube, manche ja und viele nicht. Also, und da ist es dann natürlich auch immer eine Frage des Kontexts im Elternhaus. Also, weil ich habe da ja aus unterschiedlichen Lagern mit Eltern gesprochen, ne? Und manche Eltern sagen, oh, meine Kinder geht es so schlimm und die können die Maske nicht ertragen, das ist so furchtbar. Ne? Und das sind natürlich Eltern, die per se auch schon Schwierigkeiten hatten mit der Maske. Und dann kenne ich andere Lager, die sagen, wieso, für die Kinder ist überhaupt kein Problem, ist die Maske an und fertig. Ne? Und dann ist es vielleicht auch so. Ne? Und dann gibt es aber sicherlich auch Ausnahmen. Ne? Dann gibt es vielleicht auch Kinder, die es ganz schlimm finden, obwohl es die Eltern nicht schlimm finden und andersrum. Und da muss man dann immer gucken, was ist da individuell los? So ein Kind wird ja auch resilienter, also widerstandsfähiger gegen Widrigkeiten, je mehr auf anderen Ebenen Bedürfnisse erfüllt sind. Und wenn ein Kind sich in bedingungsloser Liebe mit all den Entwicklungsbedürfnissen erfüllt und gesehen fühlt, dann wird es auch einfacher mit sowas wie Masken und so weiter klarkommen. Aber wenn eh schon das Gesamtsystem brüchig ist, dann werden natürlich schneller Faktoren wieder als traumatisierend erlebt. Man spricht ja auch von so einer Art Mental Health Crisis, die stattfindet. Vor allem irgendwie so, glaube ich, in westlichen Ländern. Aber es wird so dort benannt. Ich weiß nicht, ob es woanders stattfindet. Und die betrifft ja auch viele junge Leute, die sich irgendwie in einer Krise befinden. Und ich denke nicht, dass das nur durch Corona kam, sondern dass das so wie so eine Art Katalysator war. Meine These dazu ist, dass wenn alle Grundbedürfnisse befriedigt sind und man eigentlich im Überfluss lebt, und das tun wir, dass dann auf einmal der Kopf einfach Probleme kreiert. Das ist richtig. Das ist ja schon die Bedürfnispyramide von Maslow, die das quasi sagt, dieses Modell. Ne? Das heißt, also wir haben an der Basis diese basischen Bedürfnisse wie Sicherheit, genug Essen, Kleidung, ein Haus und so weiter. Und wenn diese Bedürfnisse erfüllt sind, dann geht's weiter. Dann gucken wir, sind wir glücklich, fühlen wir uns angebunden, können wir uns entfalten und am Ende oben steht dann die spirituelle Entfaltung. Und das ist so, dass wir ja jetzt schon seit mehreren Generationen die basischen Bedürfnisse eigentlich in westlichen Ländern erfüllt haben. Und auf einmal haben wir andere Probleme. Und das ist immer ganz lustig, wenn wir dann auf unsere Eltern stoßen und denen erzählen, dass wir Therapie machen, dann sind die manchmal so, ja, wieso das denn? Du hast doch alles, was stellst du dich denn so an? Wie, du sitzt jetzt depressiv zu Hause, wieso, du hast doch ein Haus, sei froh. Ne? Weil die kommen aus einer ganz anderen Generation, wo ganz andere traumatische Erfahrungen da waren. Und demzufolge ist das, denke ich, genau wie du sagst, dass jetzt auf einmal uns auffällt, was uns auf mentaler, emotionaler Ebene fehlt, wo vorher gar kein Bewusstsein da war. Eben weil jetzt andere Bedürfnisse einfach als selbstverständlich und auch zum Glück abgespeichert sind. Und
Gleichzeitig finde ich das ganz toll. Ich habe ja auch einen TikTok-Kanal in Englischen, wo ich oft auch in Kontakt komme mit der jüngeren Generation. Also ich mache ja manchmal auch Livestreams, wo dann Leute Fragen stellen können. Und da sehe ich halt, dass sehr viele junge Leute auf einmal ein Bewusstsein haben für solche mentale Gesundheitsthemen und mir Fragen stellen zum Thema Depression oder auch Selbstschädigung oder Borderline und alles Mögliche, wo ich denke, wow, bei mir als Teenager war sowas überhaupt kein Thema. Ja, da hat man das nicht als Symptom wahrgenommen, wenn jemand depressiv war. Dann war der halt einfach irgendwie, dann war der krank, hat man fast gesagt. Man hat das quasi also die Person mit dem Symptom gleichgesetzt und abgewertet. Ne? Und heutzutage ist da auch in der jüngeren Generation schon sehr viel mehr Bewusstheit darüber, dass mentale Gesundheitsthemen relevant sind, dass die viele, einen Großteil der Menschen betreffen. Und das finde ich eigentlich eine sehr angenehme Entwicklung. Wobei die Frage schon ist, warum es, also ich würde schon behaupten, dass es mehr sind. Mehr als was? Als früher. Und jetzt kann man natürlich darüber streiten, ob es einfach nicht wahrgenommen wurde oder so, aber ja, und jetzt natürlich mit TikTok ist alles so im Außen. Ja, das, was das vorher so privat stattgefunden hat, kann man jetzt auch so nach außen tragen. Mhm. Und manchmal frage ich mich auch, ob das so sein muss, ja, das alles so nach außen zu tragen. Mhm. Gut, das ist jetzt wahrscheinlich eine andere Frage. Aber gut, wir können das jetzt nur beobachten, wie sich das dann ausspielt, ne? Wenn die erwachsen sind. Also tatsächlich erwachsen, nicht junge Erwachsene. Mhm. Oder also bist du, aber du bist wahrscheinlich hoffnungsvoll. Ja, total. Mhm. Ne? Also überhaupt, wie ja auch, ich weiß noch, vor 20 Jahren, da war das sogar noch in Deutschland verpönt, wenn man zum Therapeuten ging. Da war man eigentlich verrückt. Ne? Und heutzutage ist das ein Statussymbol, einen Therapeuten zu haben. Das ist natürlich auch wieder fraglich, warum da auf einmal wieder narzisstische Strukturen reinkommen. Aber es ist schön, dass es so selbstverständlich wird. Dass also das an sich Arbeiten und Traumaheilung oder Heilung an sich oder ein therapeutischer, spiritueller Weg, dass die so normal werden. Und wir leben ja auch in einem Schlaraffenland hier in den westlichen Ländern, wo Therapie verfügbar ist für jeden, egal wo. Ja, gut, ist manchmal schwierig zu bekommen, vor allem wenn es von der Kasse bezahlt werden muss. Sonst ist es im privaten Bereich, weiß ich auch bei dir, ist es ja horrend teuer, können wir ja ruhig offenlegen. Ja. Aber ja, es ist grundsätzlich verfügbar, kann man schon davon sprechen. Genau. Ich würde jetzt gerne, weil wir sind jetzt am Ende, und ich weiß, du wolltest eigentlich nicht über Personen im Einzelnen sprechen, aber ich muss einfach nachfragen. Mhm. Hat Karl Lauterbach ein Trauma? Oder wie viele? Wohl eher. Also, ich habe ja eben schon gesagt, dass ich glaube, dass ein Großteil der Menschen traumatische Erfahrungen hat und im Laufe ihres Lebens dann mit Strategien das zeigen. Und ich würde da Karl Lauterbach nicht von ausnehmen. Bleibst du jetzt so diplomatisch? Weil er ist halt einfach... Ich kenne ihn natürlich nicht. Ne? Also, okay, aber, das maße ich mir an, da irgendwas zu sagen. Ne? Natürlich diese Art und Weise, wie er redet, da gibt es ja bestimmte Ideen, was auch ihm passiert ist. Da habe ich mal irgendwie ein bisschen was geguckt. Ich halte das für wahrscheinlich, dass er da nicht auszunehmen ist vom Rest des Großteils der Menschheit, dass wir Traumatisierungen haben und uns derer vielleicht nicht bewusst sind und demzufolge Strategien verfolgen, um uns irgendwie sicher zu fühlen. Du bleibst sehr vage. Ist vielleicht auch besser so an dieser Stelle. Mhm. Ich würde sagen, Benedikt, vielen Dank, dass wir uns hier unterhalten konnten über das, was aus meiner Sicht ein sehr wichtiges Thema ist, weil es tatsächlich, wenn man sich damit auseinandersetzt, die Lebensqualität erhöht. Also kann ich ganz konkret feststellen, auch bei mir. Man hat einfach nicht mehr so viel Angst irgendwie. Man geht entspannter im Umgang mit anderen Menschen um und das können wir eigentlich alle gebrauchen. Ich würde sagen, ich verlinke euch da draußen die Ressourcen zu dir und deiner Person und bedanke mich nochmal herzlich für deine Zeit und hoffe, dass ihr da auch was mitnehmen konntet für euch, weil wie gesagt, ich kann diese Auseinandersetzung mit einem selber. Und Ressourcen sind ja auch umsonst zur Verfügung, verfügbar, auf deinem YouTube-Kanal zum Beispiel. Ich verlinke alles unten. Das heißt, man kann sich auch damit auseinandersetzen, ohne direkt viel Geld zu bezahlen. Das ist richtig. Das ist richtig. Danke, Benedikt. Ja, danke dir.